soll ich mich nochmal vorstellen? TBA 125 von Piaggio. Sehr schöner Scheinwerfer, Lufteinlässe, schöne Optik, Blinklichter vorne im Lenker mit integriert, ein kleines Windschild. Vorne Vorderrad, Scheibenbremse. Hier zeigt es, dass ein 125er ist. Trittbrett mit Durchreicher, also man kann darauf eine Tüte, einen kleinen Kasten absetzen. Sozius-Raster zum Öl nachfüllen. Innen ist die Variomatik verbaut. Luftfilter, Federbein ist einstellbar. Inhalte für eine Tüte, Hupe, Lenker, Scheinwerfer, Lenkanzeige, Ölanzeige, Fernlicht, Tacho, Kilometerstand, Tankanzeige hatte ich schon gesagt, zwei Spiegel. Hier ist das Zündschloss. Einmal ein fürs Starten, Ausschalten, Lenkradschloss, Lenker nach links und einlocken. Wenn man drauf drückt, öffnet sich hier ein kleines Helmfach. Also ein kleines Helmfach ist ein bisschen übertrieben, ein kleines Fach. Passt ein Portemonnaie rein, ein Handy oder ähnliches. Einfach geschlossen. Darunter findet sich Platz für einen Integralhelm sogar. Also ich habe Größe S 56-57, der passt problemlos rein. Batterie, Abdeckung, Tank, Zulauftank, Bordwerkzeug. Klack. Zwei Griffe. Für den Sozius. Blinklichter hinten. Rückleuchter, Reflektor, Bremsleuchter. Das Topcase ist so verschlossen, kann nicht gedreht werden, soll nicht geöffnet werden. Aufschließen so. Öffnet sich der Deckel. Auch wieder sehr viel Platz. Passt, Helm passt auf jeden Fall rein und noch andere Sachen. Wichtig ist einrasten, also Klick, so wie es eben gemacht hat. Ansonsten kann der Deckel aufgehen. Wenn ich jetzt nach links mache, kann ich den Topcase abnehmen und ausrasten. Und dann kann ich ihn halt mit nach Hause nehmen, beziehungsweise muss ihn nicht auf dem Roller lassen. Wichtig ist, auch wieder schön nach unten drücken und schon zu und fest. Auf der rechten Seite ist der Auspuff. Normales Licht und jetzt einschalte Fernlicht. Normales Licht. So, der Blinker.